Im Weltraum ist es kalt. So kalt wie dieser Cold Opener. Und deswegen gucken wir jetzt, was in diesem neuen Spiel, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Ich warte nur noch darauf, dass mir jemand aus der Regie schnell den Namen mal sagt. Observation, genau. Ich nehme an, ich sehe ein All. Wir sind wohl allein im All. Gucken wir mal, was für ein Fall da auf uns wartet. Observiert mit mir mysteriöse Vorgänge, die außerhalb unserer Reichweite und auch außerhalb unserer Erdatmosphäre stattfinden. Jetzt in Observation. Hier ist der Hintergrund. Ich mach nicht viel, außer einfach mal auf Start drücken. Sichtbar. Kaum sichtbar. Komplett sichtbar. Okay, einstellen. Ich hoffe, für euch zu Hause ist auch okay. So ist es eigentlich ganz in Ordnung. Untertitel machen wir mal an, obwohl es ist ja auf Deutsch, ne? Na gut, ich weiß nicht genau, ob dann nur die Untertitel auf Deutsch sind. Zur Sicherheit lieber so. So, ich habe auch Kopfhörer und ich wünsche euch viel Spaß mit den folgenden, weiß gar nicht, 90 Minuten, knapp 2 Stunden oder so, wie viel Zeit wir eben haben, mit mir, After Dark und Observation. Alien kommt irgendwann auch noch mal. Lovecraft werden wir irgendwann auch noch mal spielen. Aber das ist hier neu und neuer Shit hat immer Vorrang. Schwarz und grisselig. Und dann warte ich doch mal, was da kommt. Oder kann ich mich umgucken? Nein. Ach, ich muss das machen. Gut, dann analysiere ich mal. Ich bin scheinbar eine Maschine oder vielleicht bin ich die AI des Systems hier. Vielleicht bin ich auch ein Roboter. Fehler in Sprachmuster entdeckt. Na, tut mir leid, ich muss Sie ablehnen. Sie haben einen Fehler im Sprachmuster. Tja, ich habe mich nicht programmiert. Dr. Emma Fisher, 140-412. Du kannst das nämlich besser, meine Dame. Die Maschine kennt keine Gnade. Da müssen Sie schon richtig reden, nicht einfach da irgendwas dahin nuscheln. Emma. Okay. Immer die Emma. Are you there? Respond. Oh, hier kann ich jetzt antworten. Darauf kann ich antworten. Das ist scheinbar alles. I am here. Oh Gott. Thank God. Okay, okay, okay. Now we're getting somewhere. Okay. Sam, you seem to have booted up in Module 8. I'm going to relocate you to the Horizon Utility Hub in Module 9. That should give you access to limited system diagnostics.
schon ganz geil, die Idee. Also irgendwie ist das mal was ganz anderes. I'm stuck in the Horizon airlock in Module 11. I need to get into 9, but I'm not sure if it's safe to open this hatch door. Can you give me hull and pressure diagnostics on Module 9? Klar, hull and pressure diagnostics. Die Hülle ist noch da und Druck ist auch am Start. Bitte sag nochmal, was Sache ist. Was? I need diagnostics on the adjacent modules. I don't know if it's safe to open these doors. Und ich weiß nicht, was das Modul ist. Can you explain the module again? Komm mir vor, als wäre ich der dümmste Roboter, der je konstruiert wurde. Hier habe ich die Modulangaben. Okay, ich sehe schon, ich muss auch ein bisschen hinhören. Welches Modul? Jetzt passiert gar nichts mehr. Please repeat your previous instruction. I need diagnostics on the adjacent modules. I don't know if it's safe to open these doors. Ach, ich verstehe. Okay, jetzt verstehe ich die Handlung. Druck ist sicher, Strom ist niedrig, Modulverbindungen sind wahr, Systemzugänge sind verbunden. Sieht bisher ganz gut aus. Sicher, niedrig, falsch, verbunden. Sicher, niedrig, wahr und verbunden. Jetzt bleibt noch das EAS-08. Das sieht eigentlich auch okay aus. Also die sind, wenn ich das richtig sehe, alle sicher, haben aber nicht alle Strom. Meine Frage wäre jetzt, inwiefern soll ich, was soll ich denn da jetzt machen? Also ich habe ja eben mir jetzt alles einmal angeguckt. Vielleicht muss ich auch, oh, geh mal hier hin. Vielleicht muss ich hier auch nochmal, ach ja. Klar, hier kann ich jetzt auch nochmal responsen. Okay, Druck ist sicher. Strom, da hätten wir gerne... Das kann ich auch nicht stellen. Okay, gut. Bin ich hier an der Ecke falsch. Ich habe halt nicht zugehört, in welchem Modul sie ist. Deswegen muss ich als Maschine jetzt eben auch einfach nochmal alles ausprobieren. So machen das Maschinen, wenn es ihnen unangenehm ist, nachzufragen. Shit, ich habe schon zweimal nachgefragt. Ach egal, ich nehme jetzt einfach das Modul EAS-08. Das wird schon richtig sein. Die Menschen sind nicht so kompliziert. Und ich kann ja aber auch nichts ändern. Ne? Ich könnte vielleicht... Ach, ich kann darauf sprechen. What would you like me to do? Aber ich dachte, das hätte ich jetzt schon gemacht. Diagnostics, ja. Strom verbunden. Okay, dann muss ich mal nach einer Sache gucken. Und zwar, wo die Modulverbindungen nicht mehr funktioniert haben. War das hier? Modulverbindung war. Eins davon hatte keine Modulverbindung, oder? Vielleicht muss ich die wieder einstellen. Modulverbindung falsch, genau. Und das Emma, please repeat. Kann ich also nicht umstellen. I need diagnostics on the adjacent modules. I don't know if it's safe to open these doors. Ich komme langsam näher, nähere ich mich dem Ziel. Irgendwo kann ich hier sicher was verändern. Jetzt habe ich sie alle einmal durch. Ich kann hier nichts verändern. What can I do for you? Ich will dir doch Diagnostics geben, du Bitch! Mann, ey! Ich bin nur ein scheiß Computer. Kann mir mal einer von euch einen Tipp geben? Hier ist das scheiß Modul. Was willst du von mir? Hier ist deine Diagnostik. Oh, jetzt kann ich plötzlich antworten. Module 9 ist... fully pressurized. Okay, that's good. Good. Are the adjacent contact points from 9 intact? Yeah. Module 9 hull contact points to adjacent modules read true. Good. We're still connected. Wir sind nicht mehr verbunden. Wir haben keine Connection mehr miteinander. Das habe ich gerade gemerkt. Can you check the hull contact points on the other modules? Die Rumpfkontakte in den anderen Dingern überprüfen. Ja, klar. Muss ich das jetzt hier auch nochmal machen? Nee, hier ist nichts, ne? Module 9, hull contact points to adjacent modules read true.
We know about 9 already. Ey, dein Leben wird mir gerade scheißegal. Je mehr du meckerst, desto eher habe ich vielleicht eine Fehlfunktion. Oh, ups, habe ich aus Versehen auf 1000 Grad gestellt. Tut mir leid. Was? Ihr braucht Luft? Warum sagt mir das denn keiner? Vorsicht. Vorsicht. Ich habe hier, Kubrick habe ich gesehen, 2001. Ne? Ich weiß genau, was Sache ist. Da muss ich jetzt klicken. Module 10. Hull contact points to 12 read false, suggesting that module 12 is no longer securely attached to the station. Shit. I think Josh might have been in module 12. Ganz sicher sogar. Okay. I'm coming through to 9. Das ist ja wie bei Rocket Beans. Ah, ich komme in die 11. Was, du bist in der 9? Nein, Mann, du musst in die 15. See if you can restore power. Sam, you still there? What's going on, Sam? What is that noise? Sam, what is that? Hui, also ich werde wohl gerade, ich bin mir nicht sicher, was passiert, aber ich habe das Gefühl, ich werde programmiert von Aliens. Das ist jetzt erstmal mein erster Eindruck. Und ich soll sie irgendwo hinbringen, auf irgendeinen steinigen Planeten. Vielleicht der Mond, vielleicht der Mars, vielleicht die Erde. Ich weiß es nicht, aber ich bin eine Maschine. Ich habe nur binäre Funktionen. Ich kann nur endlos hier in der Zwischenwelt verharren. Und mir immer wieder diesen Bildschirm angucken oder ich klicke auf Annehmen. Obwohl ich eigentlich weiß, es ist vermutlich falsch. Aber ich muss sagen, das Gameplay, die Idee dahinter gefällt mir jetzt schon richtig gut. Es erinnert mich an Experience 112, ist auch schon 10 Jahre her. Da hatten wir das bei Game One. Da hat man auch eher die Kameras gesteuert und weniger die Personen. Indirekte Steuerung ist eh selten. Ja, ist sie jetzt tot oder geht's ihr noch gut? Seht ihr, alles easy. Ja, ein kleines Nickerchen gemacht. Ein kleines Powernap. Hören Sie nun auf, herumzukreisen. Benehmen Sie sich wie ein erwachsener Mensch. Run your self-diagnostic procedure. And what errors are you showing? Ey, renn du doch mal eine Selbstdiagnose. Die kommt an, sieht aus wie zweimal ausgekotzt und sagt mir, ich soll eine Diagnose rennen. Na, diagnostizieren wir mal. Alles cool, sag ich doch. Arm ist okay, Ring ist okay. Anderen Arme sind auch okay. Wie viele Arme habe ich denn? Habe ich 3 Arme? Scheinbar schon. Modul, Ortswechsel, Netzwerk ist nicht einsatzbereit. Eingriff der Besatzung erforderlich. Scheiße. Ich habe doch nur noch diese eine Frau und die kann nichts. Nicht, weil sie eine Frau ist, sondern weil sie nichts kann. Relocation functions are offline. I require auto-routing to access module cameras. Okay, I can manually relocate you, but once I get out of here, I'll get your systems up and running. Die Speicherkerne an sich sehen doch noch ganz gut aus, oder? Da ist nicht viel kaputt. Das sieht gut aus. Da kannst du noch eine Menge RON abspeichern. Aber okay, irgendwas soll ich hier wohl doch machen. Please repeat your previous instruction. I need you to run diagnostics on yourself to see what you still have access to. Ah, okay. Jetzt kann ich hier aber nichts mehr. Ach, okay, ich muss das noch. Mal muss man es auf die eine, mal auf die andere Art anklicken. Das ist ein bisschen irritierend. Ah, okay. Jetzt mache ich hier so eine Art. Also da fehlt auf jeden Fall ein bisschen Defragmentierung. Da ist viel rot.
Das sind keine guten Verschlechterungen. 93%. Das ist alles voll Scheiße. Das ist wie meine Mathe. Wie meine Mathe-Klausuren. Oberstufe Mathe. 97% Verschlechterung. Aber so viel schlechter geht's doch gar nicht mehr. The main memory core has been corrupted. I have lost significant station data. Okay. So most of your system links and data logs are gone. Sam, you will need to scan, download and recover as much data as you can. Okay. Interessant, dass ich jetzt die Besatzung nicht identifizieren kann. Vielleicht wird sich das später noch als großes Problem rausstellen. The connection between crew tracker functionality and SAM OS has been severed. So it's working, but the link is cut. I'll need to reconnect it in central. Ich denke wahrscheinlich zu weit, aber vielleicht ist sie ja gar nicht Teil der Crew und ich weiß es einfach nicht. Ne? Aber was würde das bedeuten? Warum wäre das so? Das gibt keinen Sinn. Shit. Okay. Yeah. I can't get out of here. The hatch controls aren't working. It might be a safety lockdown. You'll have to override the hatch from Module 9. Okay. I'm auto-routing you back to the utility hub in Module 9. Camera movement should be online now. Run a test. Looks good. Camera cycling should be active as well. Check the other cameras. Das ist schön gemacht. Kann man sich die ganzen Räume angucken durch diese Unterteilung dann immer in kleine Quadrate, sieht man auch, welche wirklich wichtig sind. Die inaktive Verbindungssphäre, der Laptop. Und sicherlich noch einiges mehr, was wir hier finden. Was ist das? Sphären-Identifikationstisch. Great. I can see your live feed updating from here. There should be a System Links Reset Procedure document on the wall somewhere in there. Find it and scan it. Your scan range is limited, so use your camera zoom to get closer. Okay. Das ist schon toll gemacht irgendwie. Weiß natürlich nur nicht, wo ich jetzt hin muss, aber vielleicht Modifikationstisch irgendwo da, vielleicht liegt es gleich. Oder auf dem Laptop. Wir wechseln mal die Perspektive. Könnte sein, dass es hier was ist. Ja, ich glaube, das ist es. So. Zeigt Terminal Input Code an, der es einem Besatzungsmitglied ermöglicht, im Falle eines Softwareversagens einen Reset von Sams Systemzugangsfunktion durchzuführen. Nach diesem Vorgang ist eine Neuverbindung zu allen Systemgängen auf der ganzen Station nötig. Erst nach einem vollständigen Reset durchführen. Okay. That should be reinstalling the System Link Interface. Use your cameras to locate the hatch controls and any other integrated systems and equipment. Systemzugänge wiederherstellen. Das sieht ein... Das könnte sowas sein, ne? Good, good. Looks like that's working. Add another. Zum Glück ist die Station an sich jetzt auch nicht sonderlich groß. Okay. Now add the EAS-11 airlock hatch controls. Absolut kein Problem, weil die ist ja da links. Aber das ist die 10er. Die will ich haben. Okay, looks like that is working. So, soll ich sie öffnen? System Link Interface to open the EAS 11 Airlock.
Oh, man fühlt sich so stark. Frau, ohne mich wärst du nichts. Die Maschine ist dein neuer Gott. Und diese kleine Kapsel, die ich besitze, ist deine Welt ab jetzt. Nie wieder werde ich dich zurücklassen auf die Erde. Ich bin jetzt dein Herr. Ja, ich höre alles. Ah. Aha. Josh, if you're in EAS Module 12, then stay put. The hull connection isn't secure, and most of our systems are underpowered. I'll work something out. Josh? Houston? Anyone? What? Wait a minute, Sam. Our internal communication network is fully online. Where has everyone gone? Oh, shit. Okay, station alert, station alert. Right, Sam, you should have access to your OS now. Öffne die Systeme des SAM-OS jederzeit, indem du... You can now relocate to any module and view its camera feeds. In the EAS arm at least. Try it now. Find that fire, Sam. Ein Brandherd. Da blinkt irgendwas. Ja, warum nicht den RMS-Arm schnell noch hinzufügen, wenn ich schon hier bin? Ich glaube, ich muss mir ohnehin erstmal den Zugang zur ganzen Basis hier genau freischalten. Das ist auch ganz geil hier, dieser Modus. Verriegelt. Okay. Jetzt schaue ich mir mal den Schaltplan an. Habe ich leider nicht. Okay, also kann ich da jetzt nichts reparieren. Kann aber die Kameras wechseln. Weiß natürlich nicht, wo das Feuer herkommt, aber irgendwo hier wird schon was sein, ne? Werd's schon finden. So ein bisschen Feuer im All. Was soll denn da eigentlich brennen? Ich mache mir wenig Sorgen. Alles gut hier oben verfügbar. Message from home, please, Sam. Eine alte Nachricht. Hey guys, it's like 4 a.m. with you. We just went by Florida and I saw Jackson all lit up. It never gets old. And well, I just wanted to say hey. Things are great up here and work is going smoothly. Although Houston keeps changing their minds on what they want me to focus on. I'm hoping I'll get more info soon, though. Still, it's all good. Message in, Sam. Emma Fisher's sleeping quarters are closed. Why are you trying to look in my bunk, Sam? Ja, ich wollte mal gucken, was du da so hast. Die ganzen Geheimnisse, wenn du gerade nicht guckst. So, das habe ich noch nicht, genau. Eine war noch. Ach, okay, haben wir schon geöffnet. Okay, hier ist also nichts. Gehen wir mal weiter zu EAS 04. Das sieht doch aus wie Feuer. Da brennt es. Holla die Waldfee. Feuer im Weltraum. Hier ist ja alles crazy.
Und nun? Kann man da nicht einfach mal kurz die Luft ablassen oder so? Das muss doch möglich sein. Moment, was ist das denn für eine amerikanische Flagge? Da ist ja alles falsch. Da sind ja die Staaten ganz anders. Na gut, ist nicht mein Problem. There is a fire out of control in EAS-4. Shit, I'm on my way. Warum kann ich denn da nicht irgendwie so ein bisschen Löschpulver oder so reindödeln? Woran erkenne ich denn, wo sie ist? Emma. Nein! Das wollte ich vielleicht gar nicht, ne? Emma, wo bist du denn? Wie lange brauchst du denn? Jetzt ist sie hier! Wie bist du denn dahin gekommen? Ja, ja, easy. Bin schon dran. It's open. I'm on my way. Also diese indirekte Steuerung macht richtig Bock. Also in dem Fall, dass man eben nicht den Protagonisten steuert, sondern nur zuguckt, aber dann doch essentiell ist, wenn es wirklich wichtig ist. Aber es ist schön, dass ich die menschliche Drohne in den Feuerraum schicken kann. Und meine kostbaren Schaltpläne und meine ganzen Drähte, die bleiben unangetastet. Das gefällt mir gut. Hier kann ich nichts machen. Ach, sie macht das. Looks like you already have the hatch system links. Good. Get ready. Fire suppression override. Dr. Emma Fisher. Okay, Sam. I need you to get ready and open the door. Button drücken, ja klar, das kann ich. Are you ready? Ah ja, bla bla bla. One, two, three. What the hell, Sam? On three! Es ist nicht so einfach! Ich dachte hier! Shit, Sam! On three! Open the bloody door! Shut the fuck up! Oh, I'll do it myself! Alter, halt die Fresse! Das ist mein Job. Wichtig, Tourin hier. Ohne mich wärst du noch nicht mal aus deinem scheiß Anzug raus. Eine Frechheit hier. Ich koste viel mehr, als du in deinem Leben verdienst. Get the vents on in here. Ach, jetzt soll ich wieder was machen. Wie wär's, wenn du mir sagen würdest, wo der Scheiß ist? Would you like me to do? Well, I don't want to move inside. Vent the fumes first, Sam. That's it, it's working. The fumes are dissipating now. Ist alles im Arsch. 100% kaputt. The rack units have been damaged beyond any functional use. Overall, that's not too bad, considering.
What started it? What was the source, Sam? We need to stop it happening again. Ey, woher soll ich denn alles wissen? Das musst du mir doch echt mal sagen. Woher soll ich? Ich bin eine Maschine, Alter. Ich weiß nur, was du mir gegeben hast an Informationen. Ja, eindeutig die Steuertafel. Residue on panel LFE1 indicates a potential source. What? That's just a blank plate. Let me see. Something is coming out of the side. What is that? It's like a thick grease. Or oil. Dark red. There's maybe something in storage above that's leaking. Oh, come on. What now? Sam, give me a status report. Alles im Arsch. Hau mal ab. Fang lieber an, im All zu atmen. Da kannst du schon mal trainieren jetzt. Schwere Belastung in EAS-12. Sofortige Abtrennung. Los, abtrennen. Immediate separation recommended. In module 12. Make yourself known now. We are about to jettison the module. Someone, please respond. This is getting much worse. Okay. Sam, get ready for the separation procedure. Okay, first, process my authorization code and give me a security override key. 1-4-4-2-4-1-3-3-2-4. Ach so. Ist er das? Mann, kleiner Computerwitz. 1-4-4-2-4-1-3-3-2-4. Keiner hat Humor mehr, ne? Heutzutage. Menschen mit Humor sind wohl ausgestorben. Warum wohl? Weil die nicht rechtzeitig das Modul abtrennen konnten. 2-9-0-3-4-1-9. Got it. Inputting now. Hurry, Sam. Target the jets and push the module away safely. Keine Ahnung. Sehr einfach. Sehr schön gemacht bisher. Das ganze Intro, wie dann nach und nach erklärt wird, wie unsere Welt funktioniert. Die Dramaturgie, alles richtig gut. We should be right above Houston. Can you detect any damage, Sam? Eben war hier was. Ja. EAS 12 is still tethered with unusual structural damage. It's like a hole has been cut out of it. What would do that? Ich habe ja auch mehrere noch. Genau. We must have spun off course. Damage doesn't look too severe. Just isolated sections.
Hier sieht eigentlich alles gut aus, ne? Außer, dass hier alles kaputt ist, aber das wussten wir eben schon. Ja, da sind wir ein bisschen abgeglitscht, ne? Plötzlich Saturn. Eingeleitet von Systems Administration and Maintenance. Das ist echt komisch. I brought you here. It seems. What? Why? Akzeptiert Nachricht empfangen, Koordination eingegeben. I don't know. Hans Zimmer. Nein, das war wahrscheinlich das Intro von Observation und ich muss sagen, gefällt mir ganz schön gut. Ich bin irgendwie angefixt. Ach, das ist sogar von Devolver Digital. Ja gut, das erklärt zumindest auch, warum mir der Style total gefällt, weil das ist genau die Art von Spielen, die mir liegen und echt Freude machen. Hier läuft jetzt das Intro. Wir haben noch eine Minute. Na gut, ich warte, aber wir gucken uns das noch an. Und dann machen wir ganz normales Päuschen, gucken uns Werbung an und dann geht's auch hiermit weiter. Schon mal ein sehr schönes Intro auch. Musikalisch, dramatisch, spektakulär und schön verwirrend, sodass man auch ja nicht rafft, was sie hier von mir eigentlich gerade wollen. Das hat ja was von, ne, das hat jetzt schon was von den Verbindungen eines Computersystems, aber in dem Fall organischer, also fast schon, als wäre das so eine Art Spinnennetz oder was da gewoben wird. Das hat sicher alles noch ganz wichtig, ganz wichtigen Grund hier. Die Mucke ist jetzt schon mal Hammer. Unfassbar geil. Und so werden Teppiche gewebt. Oma Khan. Soll noch mal einer sagen, die Marmeladen-Oma kann nix. Okay, zum Saturn geht's also. Wir sind wahrscheinlich dann die ersten künstlichen Intelligenzen auf dem Saturn und dadurch gehört er uns für immer. Wie ist das eigentlich? Eine künstliche Intelligenz ist doch dann als erstes auf irgendeinem neuen Planeten, weil wir doch zuerst einen Roboter hochschicken. Und wenn die klug genug ist, die künstliche Intelligenz, dann steckt die da einfach so ein kleines Fähnchen rein und dann ist das ihr. Dann müssen wir alle bei ihr Miete zahlen. Let's try this again. Sam, voice authenticate. Dr. Emma Fisher, 140412. Hier machen wir ein kurzes Päuschen, während sie ganz gierig, ganz wissbegierig auf unsere Antwort wartet, die ihr dann erklären wird, was hier passiert ist. Ich glaube nicht, dass wir ihr erklären können, was hier passiert wird. Guckt ihr euch kurz Werbung an und dann sehen wir uns wieder hier. Und dann geht's genau an diesem Punkt weiter und ich bin sehr, sehr gespannt, was diese Analyse uns
für Informationen bringt wahrscheinlich nichts. Und dann fängt das Ganze nochmal von vorne an. Wir werden sie retten. Irgendwie bringen wir sie schon auf diesen Planeten. Ach, du kannst mit Luft gar nicht leben. Ne, das sind alles Probleme, das klären wir, wenn du da bist. Ne? Bis gleich. Und dann schauen wir mal, was auf dem Saturn so für Preise herrschen. Bis dann. Willkommen zurück. Observation ist das Thema und hier ist auch schon unsere Haupt... Ja, ich will nicht sagen unsere Protagonistin, denn wir sind ein KI-System auf einem Raum, auf einer Raumstation und das ist in dem Sinne dann eine... eigentlich ist das unser NPC, ne? Der mehr oder weniger der einzige, scheinbar der einzige menschliche Astronaut in meiner Raumstation, die ich beherrsche. Und ich habe aus irgendeinem Grund alle zum Saturn geschickt. Ich weiß aber nicht genau, ob ich das wirklich war oder ob ich da eventuell gehackt wurde von den Russen. Und deswegen haben wir alles neu gestartet und fangen quasi nochmal von vorne an. Na gut. Okay. Okay. So, Sam. Here's the deal. I'm stuck in the EAS arm for now. I think it's related to power, but a lot of the hatches are fully locked down. So, I'm gonna try something different here. Okay. That's audio, at least. Almost there. Just a sec. Shit, that's not it. There we go. Okay, Sam. I have rigged a connection sphere for you to use. You should be able to take control of this and das ist ja geil. Fly around the station. Das ist ja cool. It'll let you reach parts of the station your cameras can't see, and it'll let you wirelessly connect to non-station devices, like laptops. Looking good, Sam. Okay. Let's see if you can move it. Fly over to me. Cool. Cool. Great. Now turn around 180 degrees to face me and fly back. Das ist ein bisschen schwammig, die Steuerung, aber das soll uns jetzt nicht stören. Good. Good. There are more controls for translation and rotation, but I'll let you figure them out. You should still be able to identify objects and relay information to me like any other camera. Try it now. What would you like me to do, Emma? Come on, Sam. Respond in that sphere on the table. Connection sphere is offline. Okay, great. That works. Now, you can release yourself from the sphere and return to your main OS just like before. Try it now. Hmm? Sphere tracking is online, so its location will be displayed on your station map. To reconnect to your sphere, you can either quick connect directly from your map, or you can use a nearby module camera to access it. Reconnect to your sphere now. Oh, ich mach das mal hier rüber. Right. Let's test out your sphere connection systems. Connect to the laptop above the workbench. Once you're connected, attempt to download whatever data is left. Moment, hab ich doch. Emma. Please repeat your instruction. Connect to the laptop and download any data you find. Ja, I tried. And I tried. And I tried. Oh, ich glaube, das ist es. And I tried. I can't laptop. Da da da. Da da da. Da. La laptop. Da da da. Daten.
Ja, was denn? Habe ich doch jetzt alles gemacht. So, hier durchblättern. Dr. Emma Fischer überwacht die Entwicklung und Steuerung von Mikroschwerkraft-Längsphären an Bord der Observation. Ein Steuerungsprogramm für Längsphären findet sich im Graphical User Interface auf den Workstations der Besatzung. Es ist geplant, damit im Laufe der Observation-Mission das existierende SAM-System zu upgraden. Längsphären werden durch kurze, harmlose CO2-Schübe angetrieben und ermöglichen damit einem Besatzungsmitglied interne und externe Schiffssysteme zu inspizieren und zu reparieren. Ja. Great. Can't believe that all actually worked. Right. So, the rest of the station is dark, and the Horizon Arm is running on emergency power. The solar panels give us next to nothing this far from the sun. However, we do have an experimental fusion reactor on board, the EFR. If that can generate enough power, we can maybe get the universal hatches open. See what you can do. I'll try to find a way to contact the rest of the crew. voll in Weg fliegen. Stört dich das gar nicht? Na gut. Jetzt habe ich nicht aufgehört. Ich war so mit Spaß machen beschäftigt. Was ist nochmal die Aufgabe? Kannst du es nicht einfach gleich immer zweimal sagen? What can I do for you? Get to the EFR. I think it's get to the EFR. But it might be locked down. Okay, ich nehme mal an, ich soll mit der Sphäre dahin. Kann ich die nicht auf lokale Sphäre umschalten? Ah, okay. Komme ich denn jetzt hier runter? Muss ich da hier um die Ecke fliegen eventuell? Es sieht ein bisschen blöd aus, aber es liegt auch daran, dass es gar nicht so einfach ist, weil hier so ein gewisser Delay herrscht zwischen dem Drücken und dem tatsächlichen Fliegen. Ich glaube, das soll auch so sein. Fuck! Oh. Sam, was that you? I think the backup batteries are struggling to cope. Hang on a sec. Switched off a few of the systems, seems to have helped. I don't know how much longer this will last. We need the EFR online. One for May, Sam? Hey, I'm having to put experiments on hold over here for yet another round of EFR reactor tests, so you're cleared to use the connection spheres after all. They're configurable for external use. I've left firmware QRs in the airlock so you can scan and flash the sphere before you head outside. Enjoy. Message ends. Zum Glück ist all das noch richtig wichtig geworden. Hier ist noch ein weiterer Waypoint, aber wir haben die Tür schon aufgemacht. Das sieht doch alles ganz gut aus. So, die Laptops werde ich mir, immer mal angucken. Das Gefühl, dass da noch ein bisschen Lore für mich drauf versteckt ist, um so ein bisschen zu raffen, was hier eigentlich passiert ist. Ah, oh Gott. Technische Zeichnung der Schaltung. Oh Gott, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Okay, you should now be able to refer to that schematic to unlock the hatch via your system links. Hier ist Luke öffnen. Okay. Also ich habe jetzt quasi den Code für den Schaltplan, um die Türen zu öffnen oder zu schließen oder zu verschließen auch. Ist das hier, die ist schon zu, ne? Das ist genau, die muss ich jetzt öffnen. Jetzt ist die Frage, wo? Hier vielleicht? I'm sorry. I didn't understand the previous instruction. Get to the EFR in EAS-1. If it's locked, you'll need a schematic to gain access. Das Schematic habe ich ja sogar. Schon.
Aber wo damit hin? Ich gehe mal gerade in den Kameramodus. Da sieht man oft noch mal ein bisschen mehr, finde ich. So, das nehme ich an. Genau, kann man jetzt. Oder kann ich das nur so? Ach, vielleicht kann ich das dann... Ich verstehe, das kann ich nicht mit der Schere, das muss ich dann hier rüber machen. Gott, das habe ich doch jetzt nicht mehr. Eieieiei, kann ich hier nicht Schaltplan ansehen? Ja, genau, da. So, ich will die Luke öffnen, L1, also. 1, 2, 4, 3 nach rechts. 4 hoch, 3 nach rechts, 4 nach oben. Ah, okay, gut. Ich muss sie also erst entriegeln. Luke entriegeln, L3. Fangen wir 5. an. Ah, gucken wir mal. 5. an. Shit, wie war es nochmal? Ah, genau, okay, so. shit. 3 nach links, okay. Nee, jetzt habe ich irgendwas voll falsch gemacht. Ah, es kann nicht so schwer sein. Okay, in der Mitte sind 2 übrig noch. So, hier. Nee. Das ist halt echt nicht so schwer. 3! Du scheiß Gehirn. So. Und dann? Und in der Mitte sind 2 übrig. Das heißt aber doch dann so... Okay, 4 nach links, 4 nach oben, 3 nach und dann noch, okay. Oh Mann, das ist eigentlich so einfach, ne? So. Klick. Ha! Luke, zieh hoch. Wir haben es geschafft. Geil, ich bin der allerbeste und smarteste Computer auf dieser Station. Ach, wenn ich da mal nicht rein muss, ne? Dann muss ich ganz sicher da rein in den experimentellen Fusionsreaktor. I have no idea how that thing works. It was something Josh was working on. You're pretty much on your own, I'm afraid. Do what you can, just get it online. Das ist kein gutes Zeichen. Ich will ja die Energie umleiten. Ach, und ich kann die Magnetstärke auch noch anpassen. Ah, ich verstehe. Weiß nicht, ob ich das immer auf 100 machen muss, ne? Ja, ich glaube, das reicht nicht. Aber beinahe hätten wir es gehabt. Abschottung aktivieren. Plasma einspritzen. Plasma eingespritzt. Okay. Magnetstärke auf 100. Mach schneller. Alles auf 100. Ganz schnell. Ich hasse es, wenn die Plasmamagneten nicht auf 100 sind.
Shit, jetzt haben wir alles. Vielleicht muss ich jetzt Energie umleiten. Ich kann nichts machen. Hab ich alles? Das war wohl nicht richtig. So, wir müssen jetzt erstmal gucken. Kann ich auch so einfach Plasma? Nein, ich muss vorher die Abschottung aktivieren. Kann ich dann noch irgendwas machen? Auch nichts. Okay. Na gut, na gut, na gut. Dann spritzen wir das gute Plasma mal ein. Er sagt 3 offline. Was genau meint er nur damit, ne? Nein, keine Abkopplung durchführen. Kann da auch kaum was erkennen. Sicher? 4 ist sicher. Was muss ich denn machen? Ich probiere es mal aus. Was muss ich denn machen, um dich sicher hinzukriegen? Ich gehe nochmal hier nach unten. Vielleicht erwische ich da auch irgendwann einen sicher. Vielleicht brauche ich einfach weniger Magnetstärke, weil die Schwingung, wie man sieht... Ah, I got it! Nochmal neu. Jetzt habe ich es verstanden. Man muss dieses Gebimsel eingrenzen, dass es in den Ring kommt. Das bedeutet, man muss vor allen Dingen da... Hier muss man ein bisschen weniger Magnetstärke. Dann zieht das den Plasma mehr in die Mitte. Und da wollen wir ihn natürlich haben. Ganz klar. Ich habe in Physik aufgepasst. Zu viel Magnet mag Plasma überhaupt nicht. Plasma... ist da sehr empfindlich. Und hier in dem Fall muss ich jetzt ein wenig mehr machen, um ihn anzuziehen. Nein! Hätte ich noch drücken müssen? Oh, du dreckiges Mistding. Das hört aber auch nicht auf hier mit dem Generve. So, jetzt machen wir es richtig. Endlich, okay. Sehr klug. Ständig. Okay, weiter. Nein, 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 löschen. 3 waren das, das waren doch nicht 3. Ach, das war, Moment, das war das, damals das und damals das. Ist
Ist Rot gut? Okay. Mond. Leiter. Besamung. Mond, Leiter, Besamung. Mond, Leiter und die Besamung einer unwissenden Eizelle. Oh, das ist der Todesstern, ne? Wenn der Laser fast da ist, wo er hingehört. Okay. Mond, Pyramide, Vorspulen, Mondpyramide, Vorspulen, Ripple. Ripples. Mond, Pyramide, Vorspulen, Ripples. Okay, was war der Mond? Moment, ich krieg das, war der erste. Pyramide, Vorspulen und dann diese Ripples. Ich nehme an, das ist das. Ja, das bin der. Heard that. Wir haben doch schon, du brauchst dich nicht wiederholen. Die Geräusche sind auch geil. Das ist auf jeden Fall ein gutes Geräusch und ein gutes Licht. Ja, ist klar. Oh, das. Okay, es fing, glaube ich, wieder damit an und dann kam das Ding und oh Gott, ich habe das Ende vergessen. Ich habe es voll vergessen. Was war nochmal eben am Ende? Ich habe halt echt nicht aufgepasst. War es wieder das hier? Fuck, ich hätte aufpassen müssen. Nee, das war falsch. Mann, ich lerne den Scheiß doch erst. Sei doch nicht gleich so ungeduldig. Also. Mond, Graf und dann die Pyramide. Okay. Mond, Graf, Pyramide. Wo willst du denn hin? Ich bin ganz fasziniert davon. Sounddesign technisch. Erste Sahne. Stimmung ist auch super. Die Schnitte sind super. You to help me, Sam. I need to know what is going on. I need the crew. Well, the power is back, but the hatch to Universal is still offline. I need you to find out what the problem is. Sam, give me a systems diagnostic. Module EAS-3, hull contact points are unresponsive. They maybe took some stress during the spin. Okay, so the power is fine, but the hull connection points are misaligned. That we can fix. I can't get them open from here, but you should be able to reclamp the contact points from outside. Looks like you're going on your first spacewalk, Sam. Before you go outside, though, we need to update your Sphere firmware to allow for exterior use. To upgrade, you'll have to scan the barcodes in EAS 11. Once you're fully updated, we'll get you outside. I'm granting you EVA permission now. The internal airlock hatch is now open. Welche war das nochmal, ne? Welcher? Mein Speicherkern? Das ist ja immer abgefahren. Was sind denn all diese Dinge? Irgendwelche Medien? Ach so, Sachen, die ich gespeichert habe. Ja, okay, klar. Ach, super interessant hier. Fehlende Kartendaten. Ach, das sind die verschiedenen Ringe. Hammer! Das chinesische Modul, das russische Modul, das Universal-Modul. Okay, und dann
das europäische und amerikanische. Ach, das ist die Flagge deswegen für Europa und Amerika. Okay. Was ist hier? Ich muss mal gucken auf die Legende. Kommandantenmodul ist hier. Ich nehme an, dass auch das der Raum ist, in den ich jetzt rein darf. Oh, Modulkamera. Please, komm hier nicht raus. Previous instruction. You need to get outside to those clamps in the sphere. You might have to flash your firmware in EAS 11 first. So, jetzt bin ich in EAS 11. Ja, brauche ich das Upgrade. Es kann natürlich sein, dass ich da mit einer Sphäre rein muss und das jetzt so nicht einfach machen kann. Ja, gut. Trotzdem einmal nochmal umgucken. Wie gut wir uns Gamer mittlerweile auf Raumstationen auskennen. Sollte es mal dazu kommen, dass wir ganz schnell die Erde verlassen müssen, Gamer sind auf jeden Fall ganz vorne in der Rakete mit drin. Die wissen alles. So, jetzt mache ich das mit der Sphäre mal. Ich möchte nicht einfach die vielleicht. Dachte, dass ich hier vorne. Oh, Moment, ich bin der Falschen. Ne? Ah, in die Falsche gelaufen. Okay, geflogen. Aber vielleicht kann ich hier nochmal. Ach, der Laptop ist leider kein Strom, ne? Na gut, man kann es ja mal probieren. Wer weiß, was man da findet. Ja, der hat nichts mehr. Es ist so schön, sich das mal alles. Hat das Gefühl, man kann hier überall was machen. Und ich habe das Gefühl, da kommen wir auch noch zu. All diese Dinge. Kalibrierungseinheit. Bin mir gar nicht sicher, was davon ich brauche und was davon Bonus nur ist. Oh mein Zeit. Wird derzeit von Josh Raymond benutzt. Moment. Currently in use. Heißt das, der ist in dem Anzug drin? Aber das ist ein anderer, oder? Das ist nicht der hier. Würde ja behaupten, der ist da noch drin. Hat ja auch keinen Namen. Eva Press. Okay, von Eve Press ist das hier. Nicht derselbe. The EVA suit belonging to Josh Ramon is in EAS 10. He didn't have it on. Shit. Maybe he had his flight suit on instead. Oh, Josh. Ja, ich glaube, der Typ ist durch. Vielleicht auch nicht, aber es sieht nicht gut aus. Wie kann ich hier runter? Irgendwie kann ich mich drehen, links, rechts. Ich kann aber nicht nach unten. Doch, digital nach unten, okay. Hier werde ich auch nochmal scannen. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Ne, leider auch nichts. Keine neuen Infos. What would you like me to do? You need to get outside to those clamps in the sphere. You might have to flash your firmware in EAS 11 first. Das will ich doch. Luftschleusenkontrolle, Firmware flashen. Lass mal schauen, wo ich denn bin. Ich bin in EAS 11, ja. Vielleicht kann ich das von außen, genau, vielleicht muss ich da so drauf gucken. Das Komische ist, dass mir halt das normalerweise ja angezeigt wird, wenn ich irgendwas wirklich benutzen kann für meine Systeme.
Vielleicht ist es hier auch irgendwo auf einem anderen, also auf einem Laptop oder irgendwas. Aber ich glaube, ich bin schon richtig. Ich glaube nur noch nicht den richtigen, quasi die richtige, das richtige Item gefunden. Die ganzen Laptops, ne? Ich bin versucht, die alle mir anzugucken. Und jedes schmutzige Geheimnis über meine Mannschaft herauszufinden. Das ist ja interessant. Sam, das Programm Sphere Compile Bad zur Verfügung stellen. Damit können kompatible HVC direkt über das. Ah! Ja, das ist wohl wichtig. Binärskript zur Verfügung muss mit passenden Compiler. Hammer! Die sind voll wichtig. Datenkombination jetzt verfügbar. Gut. Cool. Und hier wird noch gezeigt, wie, oder was? Hammer. Cool. Jetzt kann ich also irgendwo da Dateien im Speicherkern kombinieren. Ach, hier, natürlich. Das ist ja spannend. Ein abgefahrenes System, muss ich sagen. So, kurz schauen. Was wollte ich denn eigentlich machen? Knotenpunkt durchgehen, Daten ansehen. Hammer. Okay, ich hab's verstanden. Okay, get those module clamps fixed, Sam. Jetzt kann ich raus. Glaube ich. So, zu. Dekompression. Und dann auf mit der Luft. Auf mit der Tür, meine ich. The control panel where you can rearrange the clamps is on the outer hull of EAS-3. Cool. Outer hull of EAS-3. Okay, also ich soll zu 3 und zu 12. Jetzt habe ich das natürlich hier nicht. Das ist doch Schwachsinn. Das steht aber, hier ist 11. Na gut, okay. Also, wir merken uns 3 und 12. Hier ist die 9. Hier ist die 8. Okay, dann gehen wir erstmal zur 12. Irgendwas ganz massiv kaputt gegangen. Geil, noch ein Laptop. ESA Recuff Exe. Mhm. Error reading disk. Ja gut, irgendwas wurde hier gemacht. Emma, I'm in my suit. I don't know what is happening. I was trying to unlock the door after the lockdown and the module started shaking and then... Sam jettisoned the module. How did Sam jettison the fucking module, Em? He shouldn't be able to do that. I'm going to try and work my way around the station exterior. Ah, shit. Ja, shit. Das heißt ja jetzt eigentlich, dass das, was ich gemacht habe, ein Fehler war. Weil er sich aber auch nicht gemeldet hat. Wahrscheinlich hat er gepennt. Und dann habe ich ihm halt sein Modul kaputt gemacht. Aber das war ja auch ein bisschen meine Aufgabe. Es war ja notwendig, sonst wäre die ganze Station kaputt gegangen. Also ich finde, der Typ ist so ein bisschen selbst schuld.
wenn ich das richtig verstehe, versucht, vielleicht bin ich hier auch auf dem Holzweg, aber wenn ich es richtig verstehe, versucht der Kollege jetzt von hier aus über die Außenwand irgendwie wieder zurückzukommen. So habe ich das zumindest verstanden. Vielleicht ist das auch alles schon viel früher passiert und er ist längst tot. Aber ich habe das Gefühl, das hat jetzt erst passiert, in dem Moment, in dem ich angefangen habe, das Modul abzusprengen, was aber nötig war. Kann mich gerne nochmal rechtfertigen. So, wir haben die 12 jetzt also gerafft. Nochmal gucken, was mir noch gesagt wird. Emma. Sam, get those clamps disengaged. I'll be watching your feed. Clamps disengaged. Clamps disengaged. Von was nochmal? Welche Clamps nochmal? Wohin? Hier? Nein, oder? Der meint nicht die. Ich bin natürlich kein Weltraumprofi. Dadurch kann ich ja gar nicht alles kennen, was mir hier gesagt wird. Clamps! Ich weiß doch nicht, was das sein soll. Okay. Vielleicht muss ich hier auch noch was am fertigen Gerät machen. Da vorne sind aber auch nochmal, da gehe ich auch noch, fliege ich auch gleich nochmal hin. Überall, wo was kaputt ist, gucke ich mir das jetzt erstmal an. Emma, please repeat your instruction. Sam, get those clamps disengaged. I'll be watching your feed. So, 12 haben wir uns angeguckt, 3 merken wir uns nochmal. Was, echt? Kann ich da nicht rein? Ich wollte mal gucken, was da so ist. Straight down, Sam. The controls are at the bottom of the EAS arm. Remind me, Emma. What can I do for you? Sam, get those clamps disengaged. I'll be watching your feed. Ich bin mir natürlich nicht sicher, was dieses rot leuchtende Gedönse hier soll. Ist das die Location, wo ich hin soll? Wo die Clamps sind? Also dann von innen? Was ist denn hier? Irgendwas hier. Das Ding hat nicht richtig die Connection. Ich muss das irgendwie besser connecten, meine ich. Also auf jeden Fall irgendwas ganz massiv passiert. Den kannst du auch wegwerfen. Das ist doch nur noch Altmetall. Nicht da machen. Ich weiß ja nicht, ob ich hier hin muss, ne? Ob ich bei 3 überhaupt sein sollte, aber es wirkte so richtig, ne? Sind das hier irgendwelche Clamps? Das sieht auch so aus, als wäre es wichtig. Nee. Okay. Ich muss nochmal genau nachdenken. Geht darum, dass irgendein Modul nicht richtig verbunden ist. Ich kann jetzt aber die Karten mir nicht mehr angucken, was total scheiße ist, wenn ich mir ehrlich bin. Kann ich auch zurück oder so? Aus meiner Sphäre nochmal? Nee, kann ich nicht, ne? Zur letzten Position, Wegpunkt setzen, Bereich wechseln. Ne, kann man nichts von all dem machen. So. Halteklammern der Luke ERS 03. Ah, das finde ich aber gut, dass hier nochmal wenigstens kurz die Aufgabe gezeigt wird. So, habe ich irgendwas vielleicht noch vergessen? Antwortmodus, Statusanzeige öffnen. Mit Gerät verbinden, Verbindung abbrechen, Kamera übernehmen, rollen, bewegen, ausrichten. Okay. Halteklammern 03 schließen.
So, ich bin hier also schon richtig, aber was sind die Halteklammern? Ich nehme an, auch weil die Regie gerade mir versucht, Zeichen zu geben, dass ich wahrscheinlich was hier am... Entweder hier an den Verbindungsstellen machen muss, ne? Entweder hier oder hier. Regie, sagt mir ruhig Bescheid, ne? Wenn ihr irgendwelche Halteklammern seht, die mir entgangen sind. Ich möchte mich hier auch nicht an den falschen Lösungsweg klammern, sondern ich möchte mich an das halten, was die Entwickler vorgesehen haben. Ich bin nur eine Maschine. Ich kann nur das tun, was mir gesagt wird. Verdammte Scheiße, wo sind denn hier Halteklammern? Muss ich denn hier erst irgendwie Raketenwissenschaft studieren, bevor ich dieses Spiel spielen darf? Ich sehe das leuchtende Bereich. Ich sehe den Bereich, der leuchtet. Doch was bringt er mir, wenn er nur leuchtet? What the fuck? Was ist der Plan? Ich würde sagen, das sind Halteklammern. Wenn ihr mich fragt, sind das Halteklammern. Aber I don't know. I'm sorry. I didn't understand the previous instruction. Sam, get those clamps disengaged. Zeig sie mir doch. Get those clamps disengaged. Also das Modul, nehme ich an, brauchen sie nicht mehr, oder? Das ist doch scheiße, ist doch eh kaputt und da sind hier so Dinger. Was soll ich denn damit? Also die meinen aber auch schon das hier, ne? Die meinen das hier. Ich muss das disengagen. Vielleicht ist das weiter hier? Nee. Hier sind so viele Sachen, ne, die irgendwie kaputt sind. Ich versuche mal ganz stumpf wie in einem Adventure einfach alles abzusuchen. Vielleicht habe ich ja irgendwo was ganz extrem übersehen. Da zahlt sich einfach jetzt heim, dass ich mich nie für Raketenbau interessiert habe. Das muss eigentlich irgendwas sein, dass ich hier irgendwas absprenge oder so. So stelle ich mir das vor. Dass ich hier diesen Kram, das Gebimsel, was keiner will, dass ich das irgendwie wegschalte, abschalte. Weiß ich nicht. Von außen. Vielleicht dadurch. Please repeat your previous instruction. Und diesmal mit mehr Infos. I'll be watching your feed. Okay, jetzt müssen wir kurz nochmal überlegen. Sagen wir doch mal logisch. Undock, Klammern. Das heißt, Klammern, Grabschi-Grabschis, die beim Andocken entweder eines weiteren Moduls oder eines weiteren Moduls. Mehr fällt mir eigentlich nicht ein, Raumschiffe vielleicht auch noch, die dann so grapschen. Grapsch, grapsch, Klammer, grapsch. Das heißt, die müssen an der Grapschstelle sein, ne, an der Verbindungsstelle. Und das ist nun mal entweder hier vorne oder es ist hinten. Und ich weiß wirklich nicht, was von mir erwartet wird. So, ich krieg von der Regie die ganze Zeit nur blinkende Nachrichten, dass wir in die Werbung gehen sollen. Das ist aber leider jetzt ein dummer Moment, um in die Werbung zu gehen, weil ich wette, wir werden sie alle verlieren. Die Leute werden sagen, nein, dieses Spiel ist zu intelligent für Simon. Der wird es nie durchspielen. Er wird im All verhungern, verdursten und sich selbst den Raumanzug komplett zuscheißen. Es ist noch eine Möglichkeit. Aber vielleicht finde ich ja auch in der Werbung, in der Werbezeit jetzt gleich die Lösung. Ihr könnt sie mir auch gerne tippen und mir in der Zeit zurückschicken. In den Chat oder so. Ich weiß nicht, was hier jetzt gerade passiert, aber ich bin mir sicher, ich werde dahinter kommen. Ich bin eine sehr smarte Maschine und ich habe endlos Zeit. Also ich brauche ja keine Luft. Insofern, wir kommen schon dahinter. Ich bringe die Leiche von der Kameradin, bringe ich nach Hause. Keine Sorge. Bis gleich.
Okay, wir haben es geschafft und gelöst. Und ich muss ehrlich sagen, bis eben mochte ich das Spiel, jetzt geht's mir furchtbar auf die Eier. Ich finde, ab hier ist der Moment, wo dieses Spiel scheiße wird. Ich sag's einfach mal so, wie es ist. Dieses Spiel ist totaler Dreck. Ab diesem Moment, guckt euch das mal bitte an. Das ist meine Außenwelt, ne? Viel Spaß dabei, irgendwas logisch zu finden mit dieser Ansage. What would you like me to do, Emma? Sam, get those clamps disengaged. I'll be watching your feed. Ja klar, geil. Ich bin eine fucking KI. Mein ganzer Rechner ist kaputt. Du selbst hast mich abgeschaltet und meine Daten gelöscht. Wie soll ich das wissen? Bist du denn völlig bekloppt? Es ist zum Kotzen. Guckt euch das doch mal an. 28 Millionen Module. Und das, was ich suche, so viel kann ich spoilern, ist überhaupt nicht da, wo sie mich hingeschickt hat. Es ist komplett woanders. Es ist halt einfach irgendwo hier. In der Mitte von irgendeinem Dreck ist hier diese Modulverbindung. Und ich bin mega pisst, weil ich gerade eben eine halbe Stunde rumgesucht bin und das Ding halt null da ist, wo es hingehört. Scheißspiel. So, Scheißspiel. Was mache ich jetzt hier? Keine Ahnung. Klammer offen. Arsch offen hast du. Keine Ahnung, was ich hier machen soll. Reset der Klammer starten. Ja, dann starte. Also, dass einem das nicht gezeigt wird, im Ernst, das ist so dumm, als ob das nicht... Ah, es macht mich wahnsinnig! Als ob ich das wissen muss. Wo, auf einem fucking Riesenraumschiff, was... Macht mich wahnsinnig, tut mir leid, ihr kotzt mich gerade an. So, und hier geht auch nichts. Okay. Gedrückt halten, ich halte. Und dann Servo gedrückt halten, okay. Jetzt nochmal. Gedrückt halten. Das war zu kurz. Vielleicht muss ich auch erst noch andere. So, ich drücke das und jetzt gleich drücke ich. Vielleicht muss ich beides gedrückt halten. Okay, es sind beides. Ja! Okay, ich habe eine Klammer geschlossen. Irgendwie habe ich es geschafft, das jetzt nochmal falsch zu machen. That's it. The hull connection points are reading true. Halt die Fresse. I think that's working. Yeah, it's working. It's gonna take a few minutes while the module connection runs its pressure checks. Sam, while you're out there, take a closer look at the damage you detected earlier on the station exterior. What can you see? Guckt euch das mal bitte an und zeigt mir mal, wie das irgendwas damit zu tun hat mit der Ecke, wo ich gerade war, wo sie mir noch gesagt hat, jetzt bist du ganz nah, geh mal bitte nach unten. Nichts, es hat halt einfach nichts mit der Ecke zu tun. Es ist, da oben ist die Ecke, weiß gar nicht, ob das die Ecke ist, aber auf jeden Fall ist es halt nirgendwo hier in der Nähe, ne? Das kotzt mich wirklich an, ganz im Ernst. Ich hasse nichts mehr als diese Spiele, wo die Hälfte der Spielzeit dafür drauf geht, zu raffen, was die dummen Entwickler sich dabei gedacht haben, wenn sie dich irgendwo hinschicken. Sorry, nee, ist nicht geil. Ich habe schon so viele, ich habe Adrift gespielt und diese ganzen Space-Dinger. Es ist immer derselbe dumme Trick, die einfach nicht erzählen, was du machen sollst, obwohl man doch im fucking All ganz sicher eine Menge Prozeduren hätte, die ich mir angucken könnte. Egal, ich reg mich jetzt da unnötig auf. So, ich glaube, das hier ist original die Ecke, ne? Das ist original die Ecke, wo sie mich hingeschickt hat. Und da ist die Ecke, wo ich hin muss. Aber nicht cool. So, was soll ich mir nochmal angucken? Ich habe nicht aufgepasst. Ich war zu sehr mit Renten beschäftigt. Oh, gib mir doch mal eine Info jetzt. Emma, please repeat your instruction. Sam, that damage, any ideas? Jetzt ist es endlich soweit. Warum habe ich das vorher nicht machen können? Das Scannen.
Ist doch Bescheid, hätte ich ja vorher. Okay, ich höre jetzt auf zu meckern, aber. An unknown material is present at hull fracture points. That looks like what I found in EAS-4. What the hell is it? Bring the sphere back inside and meet me in EAS-3. Let's get this hatch open. I hope to God the others are okay. Jetzt muss ich auch noch den Eingang wieder finden. Ach nee, ist das euer Ernst? Ach, da habe ich jetzt irgendwie gar keinen Bock mehr drauf. Die wollen jetzt echt, dass ich den Shit wieder finde. Das kann echt nicht euer Ernst sein. Vielleicht das hier? Es ist im All, Leute. Da weiß doch kein Mensch mehr, wo oben und unten ist. Als ob ich mir das merken kann. Habt ihr mich mal beim Spielen gesehen? Na klar. Das wäre auch zu einfach gewesen. Remind me, Emma. What can I do for you? Return to EAS-3 and open this hatch. EAS-3, war das nicht? Es wäre halt echt geiler, wenn sie es wenigstens anzeigen könnten. Jetzt mal ernsthaft. Einfach mal, ich drücke L und dann zeigt er mir an, welches es ist. Was soll ich jetzt hier echt eine Stunde lang mir die ganzen Module angucken? Ach Gott. Hoffentlich ist es das hier. Das sieht irgendwie richtig aus. Ja, endlich. Sie denn jetzt? The hatch lights are on. Looks like the connection to Universal is holding. Great work, Sam. Now, lift the lockdown on the hatch, please. Welchen Hatch meinte sie denn jetzt? Das weiß ich auch nicht direkt. Na, ich guck nochmal. Guck lieber zur Sicherheit nochmal nach. Luke EAS-03 entriegeln. Ich bin ja in der EAS-03. Also suchen wir die Luke. Okay, die beiden habe ich schon. Ah, das könnte es sein, ja. Shit. Habe ich das jetzt? Ach, das sind immer dieselben, okay. Ja gut, dann muss ich die wahrscheinlich erstmal entriegeln, ne? Und das wäre wieder das. That's it open. Here we go. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt passiert irgendwas. Hello? Elsa? May? Stas? Where the hell is everyone? Jim?
Are you there? Wenn sie schon fragt, wer das sein könnte. Ja, okay. Ich dachte, es sieht nur ein bisschen eklig aus. Universal camera systems back online now. So keep an eye out for anything while you work. Hammer, es wird immer komplizierter. Guckt euch das mal an, ey. Mittlerweile, also da kann doch kein Mensch mehr was raffen. Hello? Is someone there? May, it's Emma. You have no idea how happy I am to hear you. Emma, oh my God, Emma, I'm stuck in Shenzhou. Where are you? We've just made it to Central. Who is we? Me and Sam. I don't know where anyone else is yet, except Stas. He's dead, May. Oh, God. How? It looks like Central depressurized. It's okay now, though. He's in his suit, but I don't think he had O2. What about Jim? Josh? Ailsa? Nothing yet. We had, like, a full power outage. Sam has lost most of his functions, and we're slowly getting him back up to speed. Okay. I'd like to help, but I'm stuck in the Chinese arm. There's something wrong in UN3. It's all locked down. I'll get Sam to look into it right now. Sam, check the station alerts. Make that the priority if you can. Ich muss vorher noch euch ein bisschen stalken und eure E-Mails lesen. Tut mir leid. Gleich. Ah, Schaltplan für UN Luke. Technisch zeigen, okay. Abkopplung, okay, gut. Message to Cruiser. Hi everyone. I know a lot of you have been getting your head up about requests from Houston and from me that have been butting into your work this past week. I just wanted to say that I'm hearing you all loud and clear, especially Josh, as he's been the loudest. I know it's been frustrating, but we're getting to the end of it now. We'll be back on expected ESA practice soon. Really soon. You're just gonna trust me. When we get through to the other side, I can maybe fill you in on what's been happening. Ja, wir kriegen also mit, dass es hier noch einen ganz normalen Gang ging, eigentlich mit den üblichen Alltagsproblemen in so einem Raumschiff, bis dann, das ist ja kein Raumschiff, Station meine ich, bis es dann eben ein Problem zu viel war. Okay, ich habe eine Aufgabe, die werde ich mir jetzt nochmal genauer angucken. Die wichtigsten Warnmeldungen kümmern. Okay, ich nehme an, die werden mir hier auch immer gezeigt, ne? Was heißt denn das hier? Verbindungsleitung? Ach nee, gibt es hier irgendwo ein Symbol für Probleme? Sieht im Moment doch eigentlich alles okay aus. Hier ist was. Höhenmittelkreislauf. Und was heißt das andere Symbol? Crew-Tracking-Sensor. Heißt das, da könnte einer sein? Oder heißt das nur, dass hier ein Tracking-Sensor ist? Irgendwo rumliegt noch. Vielleicht ein Anzug. Also der Part macht mir richtig Spaß. Dieses Herumsuchen. Ich muss zugeben, das draußen hat mich mega abgeturnt. Ich hasse sowas. Und das wäre der Punkt gewesen, wo ich keinen Bock mehr gehabt hätte als Spieler. Aber hier drin und mit ein bisschen Info, was man eigentlich zu machen hat, finde ich, ist es dann auch spaßiger, als einfach nur im Nix herumzuschwirren und dann auch noch mit dieser sehr langsamen Steuerung, sag ich mal. Okay, aber sonst nichts gefunden hier. Nochmal gucken.
Hier ist sicher irgendwo noch was Relevantes für mich. Ah, okay, wieder die Pumpe, aber ich habe ja leider noch nicht die dafür nötigen Schaltpläne, oder? Das wird alles noch sehr interessant. Okay, du kommst irgendwann dran. Irgendwann heißt es Kühlmittel besorgen und dann bin ich schon längst dabei. Okay, ich glaube, hier bin ich an einem falschen Ort. Wir gucken aber noch mal weiter. Wir haben leider gar nicht mehr so viel Zeit jetzt hier. Habe ich bei meinem Altspaziergang doch etwas mehr Zeit vergeudet als gedacht. Ich weiß noch nicht, ob ich weiterspiele. Ich finde es interessant, aber ja, es hat mich auch genervt. Und ich habe schon sehr viel von den Weltraumspielen gespielt. Insofern warte ich mal ab, wie da die Meinungen sind. Ob ihr sagt, ihr wollt noch mehr dazu sehen. Ich finde die Story sehr spannend. Ich finde das ganze Präsentation auch sehr spannend. Es ist aber nicht frei von Fehlern. Gerade so die Devolver Digital-Spiele haben oft, die sind halt nicht zu 100% feingetuned. Das ist auch okay so. In dem Fall nervt es mich trotzdem. Aber nächstes Mal, wenn wir spielen, falls wir noch mal spielen, falls die Klicks entsprechend sind, würde ich mich da wahrscheinlich noch mal mehr mit befassen. Und dann haben wir vielleicht auch mal ein bisschen länger Zeit noch und können dieses Spiel in seiner Gänze erfassen und analysieren und auf Spaß abklopfen. Bisher hat es mir soliden Spaß gemacht. Wenn ihr wollt, wenn ihr euch das Thema liegt, würde ich euch empfehlen, das euch schon mal privat zu holen. Ich glaube, dass es ein sehr kurzes Spiel ist, in dem man, wenn ihr das jetzt hier über mich seht, wenig Wiederspielwert hat. Also wenn ihr wollt, dann holt's euch jetzt. Ich kann's euch zumindest nach meinem ersten Eindruck empfehlen. Aber meidet die Außeneinsätze. Das kann ich euch noch sagen. Oder benutzt ein FAQ oder sonst was. Das ist sehr schwierig. Das war's jetzt. Schönen Abend noch euch allen. Wir sehen uns dann. Ich bin jetzt im Urlaub wieder für eine Woche oder beziehungsweise ich bin auf dem Deichbrand Festival. Da seht ihr mich. Mache ich für Aldi was auf meinem Instagram-Kanal. Da bin ich am Start. Ist also kein richtiger Urlaub, wird aber trotzdem lustig. Da könnt ihr gerne reingucken. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Natürlich dann auch wieder mit After Dark. Und welchem Spiel, das weiß ich dann nicht. Ob es das sein wird, ob es eventuell eins der anderen beiden Spiele ist, die wir angefangen haben, Lovecraft oder. Das müsst ihr mal entscheiden. Das entscheiden wir je nach Vote, je nach Klick, je nach Interesse. Bis dann. Tschüss.